Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Der 33. Spieltag, der heißt auch der vorletzte Spieltag der diesjährigen Bundesliga-Saison. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, nur noch 2 Spieltage stehen an. Und ja, heute oder beziehungsweise an den Spieltag könnte es möglicherweise so sein, dass schon richtig viele große Schritte gegangen werden können. Zum Beispiel was an Sachen der Champions League, Europa League Qualifikation ist oder Conference League Quali. Von Platz 4 bis Platz 8 würde ich mal so schätzen, ist noch irgendwie alles drin, dass sich da noch vieles ändern kann. Da ist noch nicht klar. Zum Beispiel Freiburg ist zurzeit Vierter, aber noch nicht fix Champions League Teilnehmer. Da kann noch alles passieren. Also Köln und Union und so hätten noch rechnerisch theoretische kleine Chancen auch noch dabei. Schauen wir mal, wie es wird. Und in Sachen Abstieg könnte es so sein, wenn Bielefeld heute gegen Bochum verliert und parallel dann am Sonntag Stuttgart gegen Bayern gewinnen sollte, wäre Bielefeld abgestiegen und könnte nicht mehr auf den Relegationsplatz gehen. Das habe ich mir vorher nochmal angeschaut. Das sind so die Fakten. So, wir beginnen heute an diesem Spieltag mit Bochum gegen Bielefeld. Für mich Bochum ganz klar favorisiert. Letzte Woche Dortmund bezwungen. Mein Tipp ist ein 2:1. Und komm, heute strahle ich das Ding gelb. Ja, und apropos gelb, Fürth ist ja fest 18. Da wird auch nichts mehr passieren, dass sich das noch verändert. Hoffenheim-Leverkusen, ja. Leverkusen könnte auf jeden Fall mit dem Sieg eventuell schon die Champions League klar machen. Und da ist auch mein Tipp 3:1. Für mich sind sie ganz klar Favorit. Haben eine richtig fantastische Saison in der Bundesliga gespielt. Dritter hätte zumindest nicht ich gedacht. Also ich hätte schon Leverkusen irgendwie Vierter gesehen. Aber kann sich noch irgendwie alles ändern. Ja, Dortmund bzw. Fürth gegen Dortmund, so rum. Ja, Dortmund irgendwie schon erstaunlich gegen Bochum letzte Woche zu verlieren. Aber ich denke mal, da werden sie nicht verlieren. Also wenn das passiert, dann lache ich mich schlapp. Und da, ich will mich mal tatsächlich mal trauen, 6:1 für Dortmund mal zu tippen. Und das mache ich jetzt mal. Ich glaube zum ersten Mal, dass hier die 6 sind, die 6 zu sehen ist bei meinen Tipps in der Bundesliga-Prognose. Kann das sein? Ja, also in der diesjährigen, weiß ich nicht. Ich habe mir ja nicht alle wirklich nochmal durchgeschaut. Aber ich glaube, zumindest, also ich kann mich erinnern, am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte ich ja auch eine Bundesliga-Prognose gemacht. Da hatte ich ja Bayern-Augsburg 6:1 tendiert. Aber hier in dieser Saison mache ich das, glaube ich, zum ersten Mal. Weil ich kann mir vorstellen, dass Dortmund jetzt auf jeden Fall die Vizemeisterschaft jetzt klar machen will. Und mit einem 6:1-Sieg könnte das eventuell passieren, oder ja, was heißt 6:1, muss ja nicht unbedingt 6:1 sein, das ist ja mein Tipp, aber eventuell, wenn Leverkusen in Hoffenheim verliert, dann hat Dortmund die Vizemeisterschaft safe in der Hand, beziehungsweise, nee, was laber ich da, nicht schon wieder Scheiße labern, wie letztes Mal, habe ich auch ein bisschen Mist gelabert. Ja, Dortmund könnte auf jeden Fall mit dem Sieg die Vizemeisterschaft klar machen, da kann auch Leverkusen nichts mehr machen. Also da müsste schon Dortmund gegen Fürth verlieren und Leverkusen gewinnen. Dann wäre noch Spiel um Platz 2 noch völlig offen. Aber wenn beide ihre Spiele gewinnen, dann ist Dortmund Vizemeister. Dann trennen beide immer noch 5 Punkte und dann kann ja eh nichts mehr passieren. Also ich muss schon aufpassen, was ich sage, wenn ich das nächste Saison noch machen will. Freiburg, der DFB-Pokal-Finalteilnehmer, sind ja auch noch 2 Wochen gegen den Halbfinalisten vom DFB-Pokal gegen Union. Da ist mein Tipp 3:1 für Freiburg. Wie gesagt, die könnten Champions League eventuell spielen, war schon lange auf Europa-League-Plätzen, könnten eventuell Champions League spielen. Und eventuell könnte das sogar auch der erste FC Köln haben. Habe ich auch nicht gedacht, dass sie wirklich so eine großartige Saison spielen. Gegen Wolfsburg, finde ich, können die wieder einen Sieg holen, wie in der Hinrunde.
Und das war ein 3 zu 2 und das tippe ich auch hier. Hertha gegen Mainz. Mainz auch, klasse Saison, Platz 9 aktuell. Hertha, bisschen noch Abstiegskampf unterwegs. Müssen schon Punkte gegen Mainz holen, aber das glaube ich nicht, dass sie das machen werden. Die Mainzer machen das deutlich mit 4 zu 1. Und das ist das Samstagsabendsspiel, ne? Das ist übrigens auch der letzte Spieltag, wo die Spiele Freitag, Samstag, Sonntag verteilt laufen. Nächste Woche ist ja der 34. und somit der letzte Spieltag. Und da ist es ja bekanntlichermaßen so, dass alle Spiele parallel am Samstag um 15.30 Uhr laufen werden. Frankfurt gegen Gladbach, das Duell der Nachbarn. Beide haben überhaupt nichts mehr mit Europa League zu tun. Können da gar nichts mehr heißen. Da geht es nur noch quasi darum, irgendwie, wer erklimmt die Top 10 eventuell. Frankfurt übrigens im Europa-League-Finale gegen Glasgow, die Leipzig rausgehauen haben und Frankfurt unter allen Barcelona bezwungen, jetzt im Halbfinale West Ham bezwungen. Die spielen klasse. Ich habe schon mal Europa-League-Halbfinale mit Frankfurt, also für Frankfurt geschaut und war auch so für die, ich weiß nicht, gegen wen die damals 2019 im Halbfinale gespielt haben, das war auf jeden Fall im Elfmeterschießen und da hatten die verloren. Aber ich glaube, diesmal werde ich mir wieder das Europa-League-Finale angucken. Ich muss nur gucken, wann das ist. Ihr könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wann das Europa-League-Finale ist. Und das werde ich mir dann auf jeden Fall angucken. Bayern gegen Stuttgart. Ja, blamable Leistung gegen Mainz, muss man sagen. Mainz hat es auch recht gut gemacht. Glückwunsch an die. Da will Bayern auf jeden Fall den Hut rauslassen. In der Hinrunde war es ein 5 zu 0 gegen Stuttgart. Jetzt sage ich 5 zu 1. Ich will, dass Bayern nochmal die 100 Tore schaffen kann. Also schaffen muss. Also ich will, dass Bayern nochmal die 100 Tore schafft. So. Ja, Leipzig jetzt aktuell nicht unter den Champions League Plätzen. Aktuell Fünfter. Wie gesagt, gegen Glasgow verloren. Die auch zuvor Dortmund bezogen haben. Also man hätte möglicherweise auf ein deutsches Finale vielleicht spekuliert, aber ich denke Frankfurt gegen Glasgow ist interessanter. Aber Leipzig gegen Augsburg, das müssen die Leipziger machen, da mein Tipp 3-1. Jo, ich habe schon wieder viel gequatscht. Viele unterschiedliche Tipps dabei, keine 0, aber hier 2, 3, 4, eine 5 und eine 6 dabei. Warum nicht? Eure Tipps gerne in die Kommentare. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß an diesem vorletzten Bundesligaspieltag. Und bis das nächste Mal.